Hallo, ich bin Kashiva und ich mache Bollipop. Bollipop ist ein Wortspiel. Es setzt sich aus den Begriffen Bollywood und Pop zusammen. Bollipop ist bunte, laute Popmusik. Bollipop ist eine Mischung aus Großstadt und Dschungel. Bollipop ist die Schnittmenge aus Orient und Okzident. Bollipop verbindet deutsche Texte mit asiatischem Flair. Bollipop ist meine Musik, mein Lebensgefühl und der Titel meines ersten Albums. Ich bin in Deutschland geboren und in Sri Lanka aufgewachsen. Meine Familie und ich haben 10 Jahre in Sri Lanka gelebt und ich fühle mich dort heute auch noch zu Hause. Während dieser Zeit waren wir allerdings jedes Jahr einmal in den Ferien in Deutschland zu Besuch und ich habe daher sehr, sehr früh die doch enormen Unterschiede zwischen den beiden Ländern wahrgenommen und auch verstanden. Kashiva ist die Verbindung dieser beiden Welten. Ich lebe momentan in Hamburg. Hier habe ich meine Wohnung, meine Hunde und hier probt meine Liveband. Hier habe ich auch ein Label gefunden, das von meiner Bollipop-Idee total begeistert war. Moonstruck Records hat mich unter Vertrag genommen und mit mir dieses bunte Album produziert. Die Bollipop-Songs habe ich zusammen mit Marc Müller geschrieben. Marc ist Sounddesigner und Keyboarder und spielt live in meiner Band. Marc hat es geschafft, asiatisches Flair in westliche Popmusik zu zaubern. Wir arbeiten im Writing sehr eng zusammen. Grundsätzlich kann ich aber sagen, Musik schreibt er, Text und Melodie schreibe ich. Ein Song auf dem Album heißt In den Sternen. In den Sternen handelt von Karma. Manchmal glaube ich, dass wir gar nicht so viel Einfluss auf das eigene Leben haben. Man kann sich tagelang, wochenlang um etwas bemühen und sich abarbeiten, abstrampeln, man kommt nicht voran. Und dann gibt es wieder Phasen, in denen tut man nichts und alles fällt einem einfach so zu. Darüber wollte ich einen Song schreiben, denn ich frage mich ganz oft, wer oder was lenkt uns denn da? So. Und die Antwort, die steht in den Sternen geschrieben. Ein Song auf dem Album heißt Regenzeit. Man möchte meinen, Regenzeit handelt auch von der Regenzeit, tut er aber nicht. Regenzeit handelt von Liebe und zwar von einer sehr kurzen und heftigen Liebe, quasi dem Wolkenbruch der Gefühle. Und ich performe diesen Song super gerne live, weil ich genau weiß, dass jeder im Publikum so ein Gefühl schon mal hatte. Und wer es nicht zugibt, der lügt. Ich stehe super, super gerne auf der Bühne. Es gibt als Künstler nichts Schöneres als den Moment, wo du dieses direkte Feedback auf deine Kunst miterleben kannst. Und das ist nun mal live. Man schenkt in dem Moment dem Publikum ein Gefühl. Es wirkt auf das Publikum ein. Es kommt zu dir zurück. Und es steht im Raum. Und für diesen Moment mache ich's. Ich wünsche mir, dass die Menschen, die meine Konzerte besuchen, glücklich, positiv aufgeladen und voller Energie wieder nach Hause gehen. Und wenn sie dann ins Bett gehen und am nächsten Morgen aufwachen, wünsche ich mir, dass sie sagen, das ist Bollipop in meinem Kopf.